freue mich, wenn ihr bald wieder Kapitän auf unserem Boden seid. Luisa, unsere MV-Reporterin, besucht an diesem wunderschönen Maientag das Herrenhaus Vogelsang mitten in Mecklenburg. Hier wohnt der Mann, der mit seinen Event- und Marketingaktionen Menschen aus nah und fern für Mecklenburg-Vorpommern begeistert, Robert Ude. Robert, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich wollte mal wissen, wie geht's dir eigentlich jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit? Ui, das ist ja nicht ganz, ganz unkompliziert. Also wir haben schon unsere Schwierigkeiten. Ich habe eine Veranstaltungsagentur, mit der sind wir so quasi mitten gecrashed. Mhm. Und machen Gott sei Dank noch ein schönes Projekt, die Midsommermiese. Das hält uns. Ansonsten habe ich zugesehen, dass unsere Mitarbeiter alle irgendwie in einen sicheren Hafen kommen, können Gott sei Dank die Kurzarbeit nutzen. Wir hier am Haus, in diesem Haus, was wir auch viel für Hochzeiten nutzen, für schöne Veranstaltungen, Tafeleien, haben durchaus auch Corona gespürt. Also die Hochzeitssaison hat sich quasi gerade einmal verschoben. Niemand hat abgesagt. Das ist vielleicht positiv zu betrachten, aber alle haben um ein Jahr verschoben. Aber ich würde vorschlagen, zeig mir doch erstmal dieses ganz tolle Herrenhaus und was du für schöne Seele so hast. Also unbedingt, dann lass uns mal zur Belle Etage nach ja, oben. Ja, freue ich mich. Und irgendwo pass auf. Wer solch ein altes Herrenhaus wie Vogelsang unterhalten will, hat eine Aufgabe für sein Leben gefunden. Robert hat es wahrscheinlich geahnt, als er Vogelsang im Jahr 2010 übernahm. Die Geschichte des Hauses reicht Jahrhunderte zurück. Seine heutige Form im Tudor-Stil erhielt Vogelsang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gäste schätzen die besondere Atmosphäre, den großen Garten und die Natur der näheren Umgebung. Robert, du hast ja den ADAC-Tourismuspreis für Mecklenburg-Vorpommern für Midsommerremise bekommen. Wie stolz bist du darauf? Also total bollestolz. Ne? Ja. Es ist was ganz Großartiges, den gibt es einmal im Jahr. Das ist der Tourismuspreis in unserem Bundesland. Wir haben den ersten Preis bekommen, wir haben echt coole Unterstützung bekommen auf diesem Wege und können damit auch reinsteuern. Freya, was machst du für einen Quatsch hier? Du sollst keine Bienen fressen. Aber eigentlich musst du uns erstmal erzählen, was ist überhaupt die Midsommerremise? Vielleicht wissen das einige der Zuschauer noch gar nicht. Also bei der Midsommerremise geht es um die Sommersonnenwende, es geht um diesen wunderschönen Termin im Jahr, wo alle losziehen, eine Landpartie unternehmen, sich diese Kulturlandschaft anschauen mit den Gutsdörfern. Und dann hat man an einem Samstag die mecklenburgischen Häuser und an einem Sonntag die vorpommerschen Häuser, die mitmachen möchten. Wir sind über 200 Häuser im Netzwerk, viele haben Hochzeiten, andere Veranstaltungen, aber wir nutzen mit knapp 100 Häusern jedes Jahr dann dieses besondere Wochenende. Den Preis hat Robert wirklich verdient. Wer schon einmal an der Midsommerremise teilnehmen konnte, weiß, wie viel Liebe zum Detail und Aufwand in dieser Veranstaltung steckt. 2019 konnten die Gäste 56 Gutshäuser und Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern besuchen. Überall warteten Überraschungen und engagierte Besitzer. Sie ermöglichten den Besuchern einen Einblick in die Geschichte ihrer Häuser. Ja, dann geht's hier raus, ne? Ja, hier sind wir gerade mal noch wahrscheinlich auf dem Turm drauf. Robert, was ist denn das hier für eine tolle Aussicht? Wo hast du mich hierhin entführt? Ja, ich wollte wenigstens einmal noch mal das Dach zeigen und ja, den Blick in den englischen Landschaftspark, sehr Nordachse. Schön. Du, ich muss aber noch mal eine Frage stellen zu den nordischen Guts- und Herrenhäusern, was ja auch Sommerremise heißt, Midsommerremise. Ja. Was können denn die Zuschauer oder die Gäste dieses Jahr noch erwarten von dir, was sie erleben dürfen? Naja, wir haben ja so eine besondere Zeit und Corona lässt uns ja auch mal selber so ein bisschen rätseln, was geht. Wir haben dieses wirklich tolle Wendeprodukt hier aus einem vorpommerschen Sonntag und einem Samstag durchgearbeitet. Die Leute ordern das auch gerade. Was kann man erleben? Wir waren nicht sicher. Es ist so, man kann natürlich immer im Auto sitzen und von Dorf zu Dorf fahren, diese wunderschönen Alleen und sagen, wow, das ist schon ein Erlebnis. Aber möglicherweise gibt es auch klassisch Führungen, sodass ich dann doch mit 10 Leuten, mit 15 Leuten, mit Maske, die wir produzieren werden, mit einem Midsommerremise-Logo drauf. Wenn man Rotwein trinken möchte, dann muss man sein Picknickkörbchen mitbringen. Aber warum auch nicht das? Warum nicht einfach diese Fläche nutzen und sich in Gesellschaft und mit seinen Freunden mit dem Auto unterwegs war
einfach dann noch einen Ort suchen, wo man seine Sachen auspackt, auf seine Decke. Ja, liebe Zuschauer, damit wisst ihr Bescheid. Ihr könnt auch alles jetzt streamen. Ihr müsst nicht unbedingt mehr herkommen. Aber natürlich ist es viel schöner, wenn man diesen wunderschönen Ausblick hier genießt wie wir. Wir werden das noch ein bisschen weitermachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihre MV-Reporterin Luisa Schröder. Bis dahin. Tschüss. Falls sich unsere MV-Reporterin Luisa jetzt entscheidet, auf Vogelsang zu bleiben, an Arbeit wird es ihr nicht mangeln. Robert hat auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Immerhin steht die nächste Midsommer-Remise vor der Tür. Wir aber sind optimistisch, Luisa in genau einer Woche in Schwerin wiederzutreffen. Dort ist unsere MV-Reporterin zu einer neuen Folge Willkommen in MV verabredet. Die MV-Reporter werden unterstützt durch die Landesmarketingkampagne Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut.